Ja, hallo, da draußen recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Projekt Version 2 und mit mir heute im Start wieder dabei, nämlich hallo, meine Hallo. Und nach der letzten Folge mit unserem Energieproblem scheint jetzt wieder alles zu laufen. Erstmal. Erstmal schon. Aber es kann mal jemand in die Kommentare einschreiben, ob ihr die Diamante-Block, die ihr letztens gefunden habt. Denn ich hatte das fast schon mal so die Vermutung, dass die eventuell deaktiviert sind hier. Von der Config her. Ich sag, wenn ihr es habt, schreibt es mal in die Kommentare rein, wenn man das ist bei mir. Und dann kann ich mir die gefühlte 40 Folgesuche ersparen. Der eine oder andere, der jetzt schaut, wird das Modpack mit Sicherheit auch selber spielen. Denke mal schon, ja. Ich gehe mal stark davon aus, sagen wir es mal Ja. so. Eigentlich ist es herrlich, wenn du die Häuser schon von weitem siehst. Ich brauche noch eine Ender-Chest. Ne, zwei brauche ich noch. Genau. Die machen wir mal mit. Ich würde sagen. Ich würde sagen rot. Mir kommt halt so langsam immer ein bisschen komisch vor. Ich überlege, was wir für Dimlets hinterher gehabt haben. Brauche ich noch einen Export. Selbst wenn Butz. du nur 1% Chance hast, um so Dimlets zu kriegen, müsste es eigentlich in der Zwischenzeit sein. Dann brauche ich noch ein. Haben wir die schon? Nein. Weißt du, wie mal? Ja, ich weiß, was du meinst. Wusstest du, ob du überhaupt zugehört hast? Habe ich. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Config gemacht haben. Ob da, weil du kannst ja in der Config kannst ja wirklich alles einstellen. Aber das meine ich, habe ich gesagt, weil war ja meine Frage, wenn Kann das jemand natürlich weiß. sein, dass sie das wirklich gemacht haben, dass du gewisse Sachen nicht als Dimlet finden kannst. Wäre zwar ein bisschen komisch, weil das wäre das erste Mal, dass das wirklich mal gemacht wurde, weil ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass jemand die Config so ändert, dass du gewisse Dimlets nicht kriegst. Wie gesagt, das wäre jetzt wirklich das erste Mal, tatsächlich. Aber Aber ich sag ganz ehrlich, guck mal nach, wie viel das mir Team letzter ja, mäßig es stimmt, kann oder? natürlich sein. Man weiß es nie. Ja, das ist es immer. Es kann natürlich wirklich sein, dass sie das tatsächlich gemacht haben. So, da kommt Cyanid hin, da kommt die Capacity-Card noch rein, da kommt Plutonium mit rein. So, weil Plutonium ist ja natürlich auch für Reaktoren. Und dann haben wir jetzt noch eine für Dingenskirchen hier, genau die da. Die reißen wir mal kurz ab, den Schmuh. Das wird dann natürlich die rote. So. Und der macht Cyanid und das Plutonium geht direkt ins System. Das ist auch schon mal automatisiert, das ist gut. Dann werden wir jetzt mal noch eine weiße und eine mit zwei blauen machen. Dann haben wir den anderen Reaktor auch nämlich automatisiert. Dann brauchen wir da auch nicht mehr dran. Lapis. So. Genau, da war ja damit zwei blaue. Dann machen wir den auf Out. Und den machen wir auf Input. Da schmeißen wir das Cyanid schon mal rein. So, der wird auf Insert. Extract.
Der kommt auseinander. Bei dem ist er genau umgekehrt. Insert und... Ender Chess ist so ein cooles Ding, ne, finde ich. Überhaupt als ich sag mal, Teleportationssystem von Items, das finde ich so geil. Ender Chests. Damit kannst du so viel Leitungen sparen und so. So. Der zweite, die beiden Reaktoren sind komplett automatisiert. Jetzt muss ich natürlich noch die Helium-Essenz automatisieren. Damit die gecraftet wird zu, ja, Helium halt. Die Frage ist, wie? Ist das so? Ah, okay, wir kriegen Helium-Ohr daraus, okay. Da ist Helium-Ohr, müssen wir dann natürlich durchhacken. In einem und in einem Pulverizer und dann in okay und in die Pulverizer rein und dann direkt durchjagen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir auch mit Ender Chests. Na klar, was auch sonst. Die Frage ist, haben wir noch genug Channels hier? Ja, ich glaube schon. Wenn ich hier noch eine Ender Chest drauf kloppe. Joa. Machen wir eine Ender Chest mit Gelb. Ender Chest. Zwei Stück. Ein Exportbus. Da brauche ich noch einen Crafter. Es kommt einfach für Diamantblöcke, die bleiben. Ich glaube, ich habe mal ein paar Quests gleich noch. Oh, das ganze NASA-Zeug. Ja, ich habe ja schon noch ein bisschen damit angefangen. Ich denke es gerade, ja. So. Hier kommt der Yolorim Essenz rein. Die dann zu Ors verarbeitet wird, die dann direkt in im Crafter zu Ors verarbeitet wird und dann in den Pulverizern verballert wird, in Dust gemacht wird und dann umgebaut wird, natürlich. So, ich würde fast sagen, ich stelle ihn hier hin, den Crafter. Stufe 1 reicht vollkommen für unsere Geschichte. Der kann gedisabled werden, den brauchen wir nicht, da auch. So. Da kommt dann natürlich Ströme dran. Ein Wire. Und dann kommt dann noch. Dann kommt hier die. Irgendwo die Ender Chest hin, da. Oh, Angry Dolly habe ich. So, und von unten mache ich dann den Crafter dran. Sollte gehen. Insert und Extract. Los geht's. So, Rezept. Apply.
Jo, es funktioniert. Und wir machen Elorium automatisch. Sehr gut. Läuft. Das ist auch automatisch. Sehr gut. Also heißt, unser Elorium sollte dann auch irgendwann steigen. Ja, sieht gut aus. Es steigt. Langsam und stetig steigt's. Nein, das ist ja sehr, der braucht viel erstmal. Ja, ja. Den Reaktor überhaupt so viele. Das haben wir dann auch. Sehr gut. Dann kann ich mich weiter kümmern um meine Rakete. So. Rocket. T1. Wir brauchen noch, wir haben auf jeden Fall 8 von denen, ne? Ich glaube, ja. So. Und dann brauchen wir jetzt die anderen Sachen. Wir auch in Stille, indem wir ein paar Karne waren. So, jetzt brauchen wir davon 4. Was? Wir kommen dann auch in Stille, da waren wir gar nicht im ersten Pack. Planete. Ich glaube, ich weiß es nicht. Also ich, also da, da es gibt T9. T9 ist die höchste. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, da sind mehr Planeten. Auf jeden Fall in der 1.10er, in dem 9. Da gibt es definitiv neue. Da gibt es ja auch einen neuen Mod, der heißt ja anders. Der heißt ja jetzt, immer mit Planets. Heißt der jetzt. Oh, ein Loch und ich fall durch, natürlich. Also das weiß ich auf jeden Fall, denn in den neuen, also in der 1.10er Version heißt der immer mit Planets, der Mod, der neue. So. So, die lustige kleine Rakete, die ist fertig. Dann. Gleich. Müssen wir die Post ja auch killen? Ja, für die Dingens, aber wie gesagt, das haben wir in den ersten Teil ja schon gemacht. Ja, wenn wir es machen müssen, ist eine Frage. Es gibt immer noch dieselben, also es gibt jetzt nichts Neues. Also es gibt, ja, aber ob wir so eine Quest brauchen, das war ja. Es gibt, ja, es gibt ein paar neue, also, warte mal, Saturn, Jupiter war vorher schon drauf. Ich glaube, Neptun, Pluto und Eris sind, glaube ich, neu. Und dann gibt's noch hier... Nee, du verstehst mich jetzt nicht. Ob wir... nee, du, das war jetzt ein Questing-Rezept. Ob wir für die Quest die Bosse auch töten müssen? Nein. Das müssen wir nicht. Warum kann ich die Quest nicht abgeben? Von der T1-Rocket? Fahre ich mich gerade. Detection. Ich habe eine T1-Rocket in der Hand. Hier. Freunde. Was ist denn da los? Ja, doch, musst du wohl. Also du musst den Skelettboss und den Creeper töten vom Mars. Sonst nichts. Alter, doch. Ja, die zwei, die wir sowieso schon mal gemacht haben. Ich frage mich nur gerade, warum ich die Quest nicht abgeben kann. Welche? Die T1 Rocket Quest. Manuell elektrisch macht? Alles schon probiert, ja. Ich stehe gerade bei der Rakete hin. Ich habe sie da hin. Erstmal, ja gut, ich sitze jetzt dran. Aber ich habe sie gerade. Guck mal, genau, versuch du mal.
Aber bei mir ging es nicht. Ich kann sie nicht aktivieren, abgeben. Komischerweise. Auch nicht. Dann müssen wir uns das OP-Buch wahrscheinlich nehmen. Weil gebaut ist er ja. Ja. Wäre schlecht, wenn wir sie dann sonst nicht abgeben können. Die Sachen. Ach, scheiße. Durch das Update kriegen wir, glaube ich, die Seeds jetzt nicht hoch, ne? Kann das sein? Also da geht das nicht mehr so wie vorher in der Reihe. Ich habe ja die Config geändert gehabt. Okay. Das kann natürlich sein, dass das nicht funktioniert jetzt. Das kann ich dir nicht sagen. Kannst du mir die Gießkanne mal wiedergeben? Die habe ich dir schon gegeben. Ich habe nachgeschmissen, dass als ich da drüben stand, ist beim. Beim Dimension erstellen. Schon vor 2, 3 Folgen. Dann ist sie wohl weg. Egal. Ja, halt, ich schmeiß das vor die Füße. Ja, ich hab da nicht mitgekriegt. Ich hab's da nicht eingesammelt. Warum halt nochmal eine? Ah, im E-System ist eine drin. Ah, da ist er, ja. Okay. Vielleicht hat es irgendeinen Hopper einzogen oder so. Ich denke. Wir machen was wieder, aber altbekannte Weise mit den Seeds. Sind ja nicht mehr so viele, das ist ja jetzt nicht so tragisch. Kein netter Quarz mehr, oder? Was schafft? So. Wachset, meine Freunde. Schneller wachsen. Oder habt ihr keine Lust? Müsst ihr nur sagen. So. Na komm, jetzt wachse doch. Mann, wird das immer dauern manchmal, ey. So, haben wir nicht das OP-Buch schon gemacht gehabt? Guck mal im Bücherregal, wenn, dann stehst du da drin. Ne, haben wir noch nicht. Schade. Genau.
HQM Edit. So, dann machen wir die mal fertig. Shift, da war Shift und genau. So. Ne, jeder hat ja gesehen, dass ich die Rakete gebaut hatte. Also, wenn die Quest man leider nicht abgeben kann, ist das natürlich schlecht. Deswegen habe ich die jetzt mal kurz abgeschlossen mit dem Buch. Ja, das ist schon vollkommen in Ordnung. Eben, finde ich auch. So. Dann brauche ich jetzt noch den Fuel Loader. So. Wir sollen noch Strom darin hinlegen, natürlich. Ein bisschen Ströme. So. Den haben wir doch schon killed. Wen? Den an Tilan. Ja, das ist eine wiederholbare Quest. Müsste das sein. Ah, okay, zeigt mir auch 100% an. Okay, alles klar. Flash of Shielding. Gut, ich würde aber sagen, die Folge ist schon vorbei. Deswegen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, guckt beim Schwaberum, Link wie immer in die Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.